Servus YouTube zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Duel of Champions. Ihr seht richtig, es gibt eine neue Erweiterung. Über 150 neue Karten, die vergessenen Kriege und eine komplett neue Fraktion, die Akademie. Das sind eher magiebegabte Spieler. Viel Magie, viele Kreaturen, die Magie, ja, fördern und auch Milchstrategien, also dem Gegner seinen Deck tot ziehen lassen oder in den Friedhof legen, kamen neu hinzu. Schauen wir uns die Pakete an. Bei den Preisen hat sich auch einiges geändert. Erstens die neuen Booster, von dem das Bild gibt's gar nicht. Ja, die haben sich ein bisschen im Preis verändert. Die neuen kosten alle immer Siegel. Die alten wurden hingegen auf Gold umgestellt, bis auf die Boxen. Hier hat sich... Ja, okay, die Premiums-Verstärkungspakete haben sich, glaube ich, verteuert. Aber ganz ehrlich, ich brauche keine Glitzerkarten. Ich verzichte lieber darauf. Ich habe ein bisschen in der Zwischenzeit... Ist wieder ein wöchentlicher Bonus reingegangen. Hat mir eine Ingame-Währung gepusht. Und ja, ist sonst noch irgendwas geschehen? Die Übung hier, die ist ja letztens zweimal Übung. Heißt mittlerweile Grundausbildung. Das ist schön. Auch das heißt Grundausbildung. Das hieß damals erst letztens noch Übung. Schön. Wir machen weiter mit der Kampagne. Die orkische Invasion. Die Kompanie der Windschwerter ist bereit, mit ihren neuen Rekruten nach Flammenschrein auszurücken. Ja, dachte, wäre was falsch. Okay, vier Missionen. Vradex-Kreuz. Eine gefährliche, durchlässige... ich krieg Siegel. Durchlässige Grenze. Die Kompanie der Windschwerter wurde vom Wolfherzogtum angeworben, um Siegfried Strahlklinge zu helfen, dem Feldmarschall des Heiligen Imperiums. Sein Zahlmeister trägt ihn auf, die Grenzen des Herzogtums zu verteidigen. Sayuri. Mit großer Freude beginne ich dieses neue Tagebuch, das von den Taten der Kompanie erzählen soll, mit diesen Worten: Flammenschrein, Wolfherzogtum. Hier sollen wir uns mit Feldmarschall Strahlklinge treffen, in dieser düsteren, abweisenden Stadt, die als Hauptquartier der Heiligen Inquisition bekannt ist. Siegfried Strahlklinge. Windschwerter, ich bin Feldmarschall Strahlklinge. Ihr dient jetzt dem Heiligen Imperium und untersteht meinem Kommando. Die Orks sind in die fahlen Prärien eingedrungen und terrorisieren die Bewohner der freien Städte. Das Wolfherzogtum wünscht seinen Nachbarn zu helfen. Ihr müsst die Horden der Wilden in die Berge zurückdrängen. Kommt anschließend zu mir und erstattet mir Bericht. Sayuri, der Feldmarschall hatte recht. Eine Bande orkischer Plünderer war in das Tal eingedrungen und hatte die freie Stadt Vradex-Kreuz verwüstet. Ein orkischer Zerstörer. Die Orks, welche Vradex-Kreuz plündern, sind desorganisiert. Sie stellen keine große Gefahr dar. Solange wir die Position halten, ist das klar, Soldaten. Okay, mit meinem Necro-Deck. Was haben wir denn? Oh, ja. Der hat plus 10 Leben, sehe ich. Gut. Zwei Schaden zufügen. Schöne Kreatur, die teuer ist. Damit lässt sich arbeiten. Ich bin sogar als erstes dran. Ganz ehrlich, wenn ich als erstes dran bin, liebe ich diese Karte. Für 0 Mana einfach eine Karte ziehen. Ich darf allerdings nichts mehr legen. Das macht aber nichts. Wir steigern unsere Macht und warten. Kartenvorteile sind fast jedem Kartenspiel sehr von Nutzen. Die Macht wird weiter gesteigert. Und ich lege... Was bist du? Immun gegen Vergeltung. 2-1. Ein Schütze. Das ist schon nicht schlecht, dass der 2 hat. Immun gegen Vergeltung. Ah, ich brauche da keinen Blocker. Dich schon eher. Aber man sollte eigentlich nicht Kreaturen... Ach komm. Leg Angriffskreaturen. Soll er mich doch angreifen. Oh.
Eine 3-1, die... Oh, wie, was? Schneller Angriff. Okay, sie kann sofort angreifen. Und Sturmangriff, sie hätte auch noch hinter... Also Kreaturen dahinter angreifen können. Oder beziehungsweise, sie greift die an und greift auch gleichzeitig die hintere an. So ist es besser gesagt. So, ich habe 3 Mana. Das heißt, jetzt muss ich Magie ein bisschen steigern. Der ist nicht schlecht. Ja, YouTube, ich glaube, der ist nicht schlecht. Oder? Ah, wartet. Ja, oder ein Skelett. Ist auch nicht schlecht. Ich nehme ein Skelett. Der killt den. Der macht 2 Schaden. Bam. Ganz ehrlich, bisher nicht... Oh, die Karte mag ich auch. Weil dadurch kriegt mein Gegner keinen Kartenvorteil. Schon wieder schneller an. Stirb. Und Sturmangriff. Jetzt sehen wir es in Action. Ja, jetzt hat er alles angegriffen. Diese Ratte. Oh, ich greife erst an. Töte den. Schieß ihm einen Schaden. Als nächstes erhöhe ich auf 4. Kann diese... Wie wird sie ausgesprochen? Namtaru ausspielen, die ziemlich stark ist mit ihrer Infektion 2. Da will sich kein Gegner der entgegenstellen normalerweise. Und bin fertig. Mal schauen, macht er wieder einen Sturmangriff? Anscheinend ist es nämlich sein... Oh, wartet, was ist das? Immun gegen Vergeltung. Naja. Kein Problem. Okay. Wir machen jetzt... Was machen wir jetzt? Wir können... Genau. Ich lege so einen in den Hintergrund und greife mit der an. Und jetzt... Oh, ich könnte noch was ausspielen. Oder eine Karte ziehen. Ah, ich nehme das da. Und... Schieße da gleich 2 weg. Achso, wäre gar nicht notwendig gewesen. Ich habe hier gewonnen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ja, die Kampagne gibt gut neue Währungen und Erfahrungspunkte. Schön. Reicht das für ein Level-Up? Nein. Okay, wir gehen nicht dahin, sondern gleich da in den Schlangenfluss. Aber das erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.